Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, Ilana, du glaubst es nicht, ne? Ich drehe gerade ein Video, ne? Ich drehe gerade ein Video und ich. Warte, warte, und ich drehe gerade so eine Situation, in der ich so angerufen werde und genau in dem Moment rufst du mich an. Nee, oder? Doch! Ich dachte mir gerade so, Alter! Hallo, zurück zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um Dinge, bei denen Mädchen lügen. Ja. Natürlich kann man nicht immer alle Sachen auf alle Frauen übertragen. Also nehmt das Video nicht zu ernst, sondern einfach nur zur Unterhaltung dienen, weil ich mir dachte, es ist mal ganz witzig zu sehen, was so typische Sachen sind, bei denen oft Mädchen bzw. Frauen lügen. Schreibt mir auf jeden Fall, welche Sachen davon auf euch zutreffen oder ob ich noch irgendwas vergessen habe, wo ihr denkt, dass da echt die meisten Mädchen bzw. Frauen nicht so ganz die Wahrheit sagen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Das Foto von uns ist echt schön und das sage ich nicht nur, weil ich darauf gut aussehe. Oh, ich habe einfach nichts zu machen. Ich glaube, dieses Mal bin ich wirklich motiviert, Sport zu machen. Morgen fange ich an. Nee, es ist nichts. Alles gut. Ich brauche nur noch 5 Minuten. Nein, mir macht das nichts aus, wenn du dich mit dem Typen triffst, auf den ich schon seit Ewigkeiten stehe. Also ich stalke nie Leute online. Hast du das Foto gesehen, was Jessie vor 5 Tagen auf Instagram gepostet hat? Ja, danke. Das sieht gut aus. Genauso wie ich es haben wollte. Ab morgen ernähre ich mich wieder gesünder. Nein, mir macht das nichts aus, dass ich noch die Einzige aus meinem Freundeskreis bin, die Single ist. Ich genieße mein Single-Leben richtig. Ich hätte wahrscheinlich eh keine Zeit für eine Beziehung. Und ehrlich gesagt, ist Single-Leben so viel entspannter. Single-Sein ist toll. Also ich rasiere meine Beine das ganze Jahr. Ich bin diesmal wirklich über ihn hinweg. Also mir ist auch vollkommen egal, was er macht. Und selbst wenn er sich plötzlich wieder bei mir meldet, ist mir sowas von... Meine Mutter. Eine Folge. 3 Uhr 28 nachts. Ich kann leider nicht beim Sportunterricht teilnehmen. Ich habe irgendwie voll die Bauchkrämpfe. So, und das war's auch schon von dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt. Ich werde gerade übrigens von 2 Kameras gleichzeitig gefilmt, weil ich gerade noch für meinen Vlog-Kanal ein Behind-the-Scenes drehe. Also falls ihr meinen Vlog-Kanal abonniert habt, dann werdet ihr dieses Video wahrscheinlich schon vor diesem Video gesehen haben. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann verlinke ich ihn euch einmal in die Infobox, weil da lade ich sehr oft Vlogs einfach aus meinem Alltag hoch. Also schaut da gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, unter mir findet ihr wieder meine letzten beiden Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bye! Yeah!